Die offizielle GTMP Twitter Website hatte schon wieder ein neues Update hochgeladen, und zwar Dirty Free gepostet, dass in den kommenden Tagen endlich das Update rauskommt. Was soll ganz genau wieder rauskommen? Das habe ich ja euch im anderen Video erklärt. Das waren natürlich nicht alle Verbesserungen und Features, die eingebaut worden sind, sondern es kommt noch viel, viel mehr. Des Weiteren hat Dirty Free nochmal dazu gepostet, dass auch ein Mod-Support kommen wird. Hier zum Beispiel sehen wir auf dem Bild, was er hochgeladen hat, einen BMW, oder ich schätze es mal, ja, dass es eine Modification ist, weil es gibt normalerweise in Grand Theft Auto 5 keine BMW-Fahrzeuge. Wir sehen links oben auch noch Mod Support, dann OpenEV, dann Loaded ASI, OpenEV ASI und so weiter. Das bedeutet, dass der GTMP-Client auch serverseitige Mods zur Verfügung haben wird. Das heißt, jetzt wenn wir zum Beispiel auf dem GVMP-Server spielen, kann es dazu auch noch kommen, dass der GVMP-Server auch noch Mods bereitstellen kann, wie zum Beispiel verschiedenartige neue Fahrzeuge. Tja, ja Freunde, es geht bald los mit dem neuen Update. Das war's wieder von mir, euer Whiskey verabschiedet sich. Wenn ihr auf den Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, und lasst ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.